Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Witch of Fern Island. Ich habe jetzt ein bisschen noch aufgeräumt, was ich mit euch noch machen wollte. Das sind die Zwiebeln. Nein, nicht mit dem Kescher fangen, sondern die Zwiebeln hier mal ernten. Der Salat ist leider noch nicht, der Salat, die Melonen sind leider noch nicht zum Pflücken geeignet. Und würde sagen, wir packen das mal weg und dann würde ich mich gerne auf den Weg machen, dass wir mal ein bisschen Steinfarmen. Ich muss jetzt bloß mal ganz kurz gucken, ob wir irgendeine Quest gerade im Moment haben. Ich werde natürlich noch im Verlaufe der Zeit mit den Leuten quatschen. Also wenn ich jetzt nicht jeden Tag in die Stadt renne, nur um einmal ganz kurz mit den Leuten zu quatschen, seht mir das bitte nach. Das kann ich nicht jeden Tag machen. Das Spiel ist einfach dafür ausgelegt, dass man hier seine Farm ausbaut und zwar Freundschaften schließt, aber nicht, dass ich jeden Tag in die Stadt renne, bloß dass ich mal ein Sekündchen mit den Leuten quatsch. Von daher finde ich das ganz gut mit den Quests, weil ich würde sagen, dass wir mal mit Simibor sprechen, weil wir haben das nämlich hier, die Seele von Boran und wir haben die Frage des Vertrauens. Von daher gucke ich jetzt mal, sprich mit Simibor. Simibor ist Horace? Nee, Simibor ist da oben, ne? Genau, Simibors Haus. Muss ich jetzt einfach mal gucken, ob ich ihn treffe. Danke. Laufen wir einfach mal hin, gucken wir mal. Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen mit dem Sammeln, dass ich nicht gleich wieder so voll bin. Warum laufe ich jedes Mal zur Stadt? Schrecklich. Verlaufe mich da gerne, ne? So, Regenwetter ist nicht so schlimm, finde ich in Ordnung, solange es nicht blitzt und donnert. Jetzt hast du da zwei Zeichen. Wieso habe ich da zwei Zeichen? Ach so, weil das andere war da hinten beim Sumpf, ne? Den kann ich doch wegmachen. Den brauche ich nicht. Den Sumpf. Den Sumpf brauche ich jetzt nicht mehr. Den habe ich, glaube ich, beim letzten Mal genommen, als ich meine Screenshots gemacht habe für die Parts. Oh, stimmt. War die hier nicht Hartholz oder war hier Normalholz? Das ist, glaube ich, Hartholz, ne? Weil das brauchen wir doch. Nee, das ist normales Holz. Na gut, jetzt hast du angefangen, jetzt kannst du es mitnehmen, den Stamm wenigstens. Ich habe ja extra Essen eingesteckt, dass wir uns da ein bisschen vollfüllen können, weil ich würde nämlich auch gerne Eisen oder sowas farmen heute. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Oh, die Bären auf jeden Fall mitnehmen, ne? Achso, mit Linksklick. Das ist jetzt mit Linksklick. Oh, kann ich den auch irgendwie markieren? Aber ich glaube, ich habe keinen Sticker für Bären oder sowas, ne? Nee, den müsste ich mir kaufen. Für 50 Münzis. Aber das kann ich ja mal machen. So, Simibor. Simibor, da bist du ja. Und was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass man Kiefernzapfen zur Herstellung von Kerzenständern verwendet. Eine interessante Tradition. Ich ging hier hin und dorthin, half aus, kam zurück. Ich bin nicht sicher, ob ich etwas gelernt habe. Du musst dich um alle kümmern, auch um die, die scheinbar allein zurechtkommen. Wahrscheinlich ist es falsch übersetzt wieder. Man muss sich um alle kümmern wahrscheinlich. Mach halt mal das. Es ist ein Symbol für die Ernte. Sie bringen Glück und sie riechen gut. Also ist es ein bisschen, aber nur ein bisschen wie ein echter Wald. Aber um Kerzenständer ging es in der Wahl nicht. Die Prämisse unserer Kultur ist die gegenseitige Unterstützung. Ebenso wichtig ist die Symbiose mit der Natur. Du hast es vorgezogen, anderen zu helfen, anstatt einfach nur symbolische Dinge zu tun. Das zeigt, dass du mehr verstehst, als dir bewusst ist. Boran-Sandwich haben wir gelernt, na wunderbar. Ich habe Sandwiches gemacht, nimm dir welche, das ist schließlich auch Teil der Kultur. Okay. Du sagtest also, dass es schien mir, als ob ich ein Gespräch höherer Wesen hörte. Es war wie eine Vision. Ah ja, das ist jetzt das mit wegen dem Boran. Was waren das für Wesen? Ein Vogel, ein maskierter Geist, ein Bison. Ich glaube,
Sie waren die Wächter, ganz sicher. Bortur, Celia und Takuru. Worüber haben Sie gesprochen? Ich habe nicht das ganze Gespräch mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich eine Aufgabe zu erledigen habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, worum es geht. Sie haben es dir nicht gesagt? Sie sprachen untereinander, nicht mit mir. Ich war mir nur kurzzeitig bewusst, dass ich sie hörte. Lange bevor du auf die Insel kamst, diente die Hexe Dahlia hier. Auch sie hatte eine Aufgabe für die Wächter. Sie hat die Einzelheiten nie jemandem mitgeteilt und ich denke, das solltest du auch nicht. Leider musste ich dir sagen, weißer Threads, denn ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Eine Frage des Vertrauens. Deshalb warne ich dich. Leider kann ich nicht viel tun. Nun, eigentlich kann ich das, aber ich glaube, ich habe es nicht dabei. Miruta hat es, ja, Miruta hat es. Was denn? Geh zum Bürgermeister und frage nach dem Rezept, das Dahlia vor ihrem Verschwinden hinterlassen hat. Was auch immer deine Aufgabe ist, sie hat sicherlich etwas mit dem zu tun, was die vorherige Hexe getan hat. Okay. Also müssen wir jetzt mit Miruta sprechen. Was haben wir denn da? Stellt 70 Energie über 6 Sekunden wieder her. Das ist doch schön. Holunderbeere ist einfach nur für Magie und Rituale. Denn unreife Früchte sind giftig. Okay. Das heißt, Frage des Vertrauens, Miruta und die Katzenquest. Da muss ich eh noch schauen, wie ich das, was ich da mache, genau. So. Wir sind hier. Müssen in die Stadt. Das heißt, ich könnte einen Umweg machen und zwar hier hoch zum Holz. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Weil ich brauche unbedingt Hartholz. Ich möchte nämlich die großen Kisten bauen. Warte mal, hier haben wir noch so ein Dingsi-Pungi. Und zwar das da. Also Kisten von diesen Kisten gibt es echt einige, ne? Wenn ich die dann endlich mal aktiviert habe, dann wäre das nicht schlecht. Euch suche ich doch, euch Indikos. Gehen wir mal hier drauf. Nee, nicht Magie, hier. Kräuter, Pilze. Mach auf. Pilze, Indigo-Reizger und einmal bitte aktivieren. Weil ich möchte ein paar von den Dingern sammeln. Da gibt es anscheinend viele. Deswegen hört das Ding gar nicht auf zu piepen, ne? So, das Einzige ist, es sagt mir halt, dass hier irgendwas in der Nähe ist, aber es gibt mir halt nicht an, wo. Also ich kann das auch irgendwie nicht dem Sound her zuordnen. Klar, wenn es schneller ist, dann stehe ich drauf, ne? Aber und der Regen ist halt nicht sehr hilfreich, muss ich auch sagen. 30 Stück, ja holla. Ja, da ist jetzt wieder Schluss, ne? Also entweder wächst hier vielleicht noch einer, aber da habe ich keinen Ton mehr dazu. Hier auch nicht. Also muss hier noch irgendwo einer stehen. Ja, nur wo, ne? Ja gut, dann lass mich in Ruhe. genau. Einfach hier mal durch. Ich weiß nicht, ob hier Bienen mich attackieren. Da sind wir. Da sind wir. Hier haben wir das Hartholz. Oder? Ach nee, da ist das Weichholz. Wo war denn das Hart? Ach nee, das Hartholz war da oben, ne? Ei, ich brauche das Hartholz. Das ist, was ich brauche. Okay, ich mache mal hier einen Dings hier hin. Fähnle. Dann laufen wir mal dahin. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, welches das ist, das war. Also mit dem Radar kann man schon ganz gut was suchen, ne?
Da. Ach, das war nur einer. Na toll. Ich habe jetzt gedacht, es wären ein paar mehr. Das ist, glaube ich, Hartholz, ja. Ist nicht sehr effektiv. Ja, ist okay. Aber wir können Hartholz mitnehmen, weil das brauchen wir für die großen Kisten. Ich glaube, den Baumstamm kann ich gar nicht zerlegen, ne? Ich weiß, dass die Axt nicht effektiv ist, aber was will ich machen, ne? Verwenden. Kann ich dich überhaupt? Okay, machen kann ich. Ich weiß jetzt nicht, warte mal, wie viel Ding brauche ich denn für eine große Truhe? Das kann ich gar nicht nachschauen, oder? Doch, kann ich. Große Truhe, 3 Hartholz, 10 Treibholz und 5 Nägel. Okay, das heißt also, wir brauchen. Ja, je mehr, desto besser, ne? Das ist das Hartholz. Haben wir jetzt halt 8. Dann fälle ich halt jetzt einfach mal weiter, weil mit 3 Kisten, wenn ich jetzt noch ein Holz hier rausbekomme, komme ich auch nicht weit. Das sind 45 Energie über 7 Sekunden. Lassen wir uns erst einmal füllen. So, dann esse ich das nächste noch. Dann hacke ich mal. Ich weiß schon, also ich verballe hier sehr viel Ausdauer, aber ich brauche dieses Holz für die großen Kisten. Weil ich will einfach nicht 10-mal anfangen, dass ich das Zeug sortiere. Und eine große Kiste kriegen wir dann doch um einiges mehr rein, ne? So, brauchen wir wieder was zu essen. Wie viel macht das? 75 Energie, ne? Das ist doch schon mal um einiges mehr, ne? So. Was ist das nochmal? Der Fischeintopf. Okay, da muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Fisch noch fange, noch ein bisschen angeln werde. Weil wie gesagt, es ist halt immer nur eine halbe Stunde dieser Part und in einer halben Stunde schafft man halt nicht viel, ne? Das ist halt einfach so. Dann würde ich sagen, wir haben 17, 18, 19, 20. Wenn wir 21 haben, dann können wir 7 Kisten bauen. So, haben wir 21, wir können 7 Kisten bauen. Ich muss natürlich auch gucken wegen Kupfer, dass ich Nägel herstellen kann. Aber passt schon. So, einmal bitte nach Hause. Geht schneller, ne? Oh, ich habe noch gar nicht geleert. Sehe ich gerade. Oh. Was haben wir denn da? 1275. Nicht schlecht. Ein bisschen was haben wir noch drin. Das passt schon. So, dann gucken wir mal. Wie viele Nägel habe ich denn? Ich kann aber wahrscheinlich eh keine mehr herstellen. Habe ich da noch welche drin? Nein. Nägel brauche ich. Kupferbarren und Stöcke. Moment, da muss ich dann wieder das da rausnehmen. Stock, Stock. Ja, dann kann ich das herstellen lassen, die Nägel. Dann passt es doch. Weil es sind ja, glaube ich, immer 5 Stück oder 10 Stück sind es. Das heißt also, für 2 Kisten wären das dann die Nägel. Ist doch perfekt. Lassen wir einfach laufen. Das sind 8 Minuten. Dann schnappe ich mir mal die Nägel, die ich hier drin habe. Da haben wir auf jeden Fall für 5 Stück. Warte mal, wie geht es nochmal? Teilen. Hier, teilen. Und dann nehme ich die hier raus. Dann haben wir für die großen Kisten halt. Nee, ich muss ja das Holz mit rausnehmen. Ohne dass ich das Holz in der Tasche habe, kann ich ja nichts bauen, ne? Also nehmen wir die mal raus.
Kohle. Weichholz kann ich raustun, das Normalholz kann ich raustun. Da gehen jetzt wieder bloß 9 Stück rein. Ja, alleine schon für die Materialien, die ich hier habe, brauche ich eine große Kiste. Ne? So, gucken wir mal. Nein, du brauchst das Buch. Große Truhe. 3 Hartholz, 10 Weichholz. Nee, nee. Gut, drehen. Das ist nur die Sache. Wo stelle ich die hin? Stelle ich die hier so dazwischen? Später kann ich ja noch diese Gestelle bauen. Ne? Ich glaube, ich habe den Plan schon gekauft, oder? Mit Metallgestell, genau. Das Ding habe ich gekauft, aber ich habe ja da noch keinen Stabstahl. Deswegen glaube ich eben auch, dass wir auf jeden Fall das Eisen noch farmen müssen. So, ich habe irgendwas gehört von wegen an die 30 Kisten. Oder warte mal, stell das mal an die Säule und dann stellen wir die andere, die dritte Kiste genau dazwischen. Dann haben wir den gleichen Abstand. Ah, ich drücke immer links, weil ich bauen möchte, aber dabei muss man ja hier mit rechts bestätigen. So, dann drehen. Dann ran an die Säule. Und hier haben wir auch noch eine Säule, also drehen. Aber ich habe keine Nägel mehr. Ja, ist okay. Schluss. Ja, da ist schon wesentlich mehr Platz, ne? Da kann ich dann auch wirklich hier unterschiedliche Qualitäten machen. Also ich denke mal, dass es hier auch noch eine dritte und vierte Qualität gibt. Dann kann ich die schön nebeneinander machen. Ich würde auch sagen, dass wir die Eisenerze und das Gold mit da rein tun in die Kiste. Nein! Hartholz haben wir. Das können wir ja da unten drunter machen. Dann das Eisenerz tue ich jetzt mal hierher. Gold hierher, weil dann kann hier nämlich die gelbe Qualität ist, glaube ich, noch und dann nochmal irgendeine Qualität. Das können wir dann alles hier rein. So, die Äste dann noch da rein, weil dann haben wir das normale Holz. Wir haben dann hier Weichholz, Hartholz und dann diese Äste. Das ist doch schon mal was. So, und Kupfer würde quasi hier das normale Kupfer sein. Dann kommt hier nämlich das blaue hin. Dann hätten wir da unten die Erze. Ich weiß ja nicht, was noch an Erzen dazukommt. Ich habe keine Ahnung. Aber dann können wir hier mal die Sachen rüber tun. Das da, das da, das da, das da. Wir nehmen die Äste mit. Und dann kommen hier natürlich auch die Steine rein und der Lehm. Bei den Steinen ist halt jetzt halt ein wenig blöd, ne? So, und wenn ich zu viel Holz habe, dann ist auch doof. So, Steine wären dann im Grunde hier. Die schmeiße ich zum Verkauf rein. Keine Ahnung. So, dann hier den Lehm. Dann können wir, genau, hier noch die Äste reinmachen. Aktuell habe ich keine blauen, also von daher lasse ich das. Ich tue jetzt auch mal den Baumstamm da rein. Hauptsache, ich habe das mal weg. Dann können wir hier noch den Feuerstein reinmachen. Und den Kalkstein. Genau, und in die Kiste daneben kommen dann noch die nächsten Dinge, die da so auf uns warten. Also hier denke ich, dass noch irgendein Erz hinkommt. Ich weiß bloß nicht, was es noch für ein Erz ist, was fehlt. So, aber wir haben den Quarz. Das ist Salz. Und dann haben wir noch hier ein Steinei. Das würde ich eher mal nach innen bringen. Das Steinei. Weil das ist irgendwas, was Spezielles, ne? Es ist schon so lange her, dass sie gelegt wurden, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemals etwas schlüpfen wird. Ein Steinei. Ich weiß es nicht. Das kommt ja dann auch alles raus. Ich tue das Steinei jetzt erstmal hier rein.
selbstberuhigende Art einschlafen, Rubinrot. Lass ich die Sachen da, weil ich weiß nicht, ob ich so viel Amethyst und so viel Rubin finden werde. Da haben wir Salz, genau. So, habe ich hier noch irgendwas, was draußen dann rein muss? Da haben wir jetzt zum Beispiel nur die... Oh, das sind ja auch noch Nägel. Deswegen Sortierung, ne? Ich glaube, das passt dann erstmal. Da haben wir jetzt fast nur Insekten drin. Knochen? Nee, das hat da auch nichts drin zu suchen. Nee. Dann kommt jetzt halt hier mal das Quarz rein. Und dann halt noch andere steinige Sachen. Und ich muss mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Vielleicht tue ich auch in die Kiste einfach mal die Sachen rein, die jetzt halt hier so anstehen. Wir können tatsächlich noch mal 7 Kisten machen, ne, wenn ich das Holz dazu habe. Also im Grunde habe ich es, ne? Ich hätte 21 Hartholz. Ja gut, ich muss ja sowieso noch mal farmen gehen. Also gut. Nochmal. Auswahl. Große Truhe. Achso. Große Truhe. Fixieren, drehen, entfixieren. Dann kommst du jetzt halt an die Säule. Ich drücke immer auf links. Ne? So. Und du kommst dann dahin. Dann können wir hier vielleicht mit Kräutern und so weiter anfangen. So. Jetzt mache ich nochmal R. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das Zeug snappt. Da habe ich keine Ahnung. Ne? Aber ich denke, dass ich das einfach nur lose hier davor stelle. Vielleicht werde ich die Kisten auch dann nochmal verschieben. Mal gucken. Bin ich da ungefähr im gleichen Abstand? Das wird schon passen, denke ich. Ja, ich denke schon. So, Kuku, ja. Passt schon, ich bin immer zu genau, ne, mit manchen Sachen. So, R, Q, Q, R. Hauptsache, wir haben viele Kisten und ich kann hier anfangen mit der Sortiererei. Weil es wird ja auch noch ein Mammutprojekt bei so viel Zeug. Wir haben ja bei weitem noch nicht einmal alles, ne, was es da so gibt. Das kommt ja auch noch dazu. So, yay, wir haben die 10 Nägel. Es sind tatsächlich schon wieder 8 Minuten rum, Wahnsinn. So, Buch. Große Truhe. Jetzt habe ich kein Hartholz. Ja, ja. Ich habe tatsächlich alles in Hartholz verballert. Okay. Ist okay. So. Dann tun wir... Jetzt habe ich noch die Nägel. Die Nägel, jetzt packe ich das erste Mal wieder da hinten rein. Und da muss ich mir dann noch was überlegen. Ich würde aber sagen, dass wir auf jeden Fall irgendwo in eine Kiste Essenzen packen. Ich weiß auch nicht, es gibt viele Essenzen, aber ich weiß nicht, wie viele das es gibt. Da haben wir noch eine Erdessenz. Weil vielleicht reicht es ja, wenn ich die Essenzen einfach nur in eine Kiste reinschmeiß. Servus Online-Ritter. Weil ich habe noch gar nicht alle Essenzen hergestellt, die es so gibt. Ne? Hier haben wir zum Beispiel noch die Wasseressenz. Und da haben wir noch mal die Lebensessenz. Da haben wir schon mal 5 Essenzen, aber ich glaube 10 gibt es mindestens. Ich weiß es jetzt echt nicht. Und da ich das nicht weiß und jetzt halt die großen Kisten habe, würde ich sagen, dass ich die paar Essenzen, die ich jetzt mal habe,
ich tue die jetzt mal nach innen. Ich tue die jetzt mal hier in den Schrank rein, weil die Pflanzen müssen jetzt dann eh raus. Aber ich möchte nicht mit euch nur sortieren heute. Ich möchte auch ein bisschen unterwegs sein. Pilz. Pilz. Was macht das nochmal? 70 Energie, ne? Dann können wir die Beeren noch nach innen tun und dann würde ich sagen, 19:30 Uhr. Hätte ich jetzt gesagt, dass wir losziehen. Aber da es jetzt schon zu spät ist, würde ich sagen, wir nutzen einfach mal die Chance, dass wir hier was angeln. Ich nehme mal nur den Löffelköder raus. Das sollte jetzt ausreichend sein. So. Verwenden. Schauen wir mal. Ein bisschen angeln müssen wir halt einfach. Wir brauchen Fisch. Fischi die Fisch. Yay. Also das Angeln ist schön hier in dem Spiel, muss ich sagen. Was ich auch gut finde, ist einfach, dass die Köder sich nicht sofort verbrauchen, sondern vielleicht nur, wenn mir jetzt mal ein Fisch entkommt oder wenn ich einen Missangler mache. Wunderbar. Auch wieder keinen verbraucht. Von daher finde ich das schon angenehm. Da zahlt man zwar einiges für die Köder, aber ich muss sagen, das lohnt sich. Also in dem Fall lohnt sich's dann einfach. Mist. Ja, außer ich drück verkehrt. Weil man da einfach den Köder öfters verwenden kann. Wenn man so eine Schlafmütze ist wie ich und zu spät drückt, dann verlieren wir das natürlich. Komm, put, put, put. Vielleicht machen wir das immer jetzt halt so zum Ende hin vom Part immer mal ein bisschen angeln. Und dann können wir uns nämlich auch wieder die Fischsuppe machen. Und die Fischsuppe, die kann man ja auch wunderbar verkaufen. Viel Zeit haben wir denn noch? Naja gut, wir sind ja eh schon fast am Ende, also von daher passt es schon. Dann angeln wir halt einfach mal die letzten 3, 4 Minuten. Das ist ja in Ordnung. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier irgendwelche besonderen Fische rausbekomme aus dem Teich. Edge. Ich hätte gleich drücken sollen vorhin. Als der bei mir in der Nähe war, weil dann nimmt man den anscheinend direkt raus. So, also den einen Köder verangle ich noch. Also wenn der Vierer weg ist da unten und ein Dreier, dann würde ich auf zu angeln. Aromabass. Dann gucken wir mal unsere Ausbeute an. Kann man schon lange nutzen, ne? Die
Ich glaube, 6 Stück hatte ich am Anfang. Ah, Mist. Aber wenigstens hat es den Köder nicht verbraucht. Ich habe jetzt gedacht, das Ding zuckt. Ja, das sind alles sehr mini, die Fische, ja. Mal gucken, wie groß irgendwann der größte ist, den ich raushol. Aber gut, Fisch ist Fisch, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Köder so lange hält. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht noch 2, 3 Mal und dann ist gut. Aber das nutze ich natürlich gerne aus, ne? Ach komm, passt schon. Jetzt haben wir eigentlich genug. So, wir haben 11 Fische mit 2 Ködern oder mit 3. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich 7 Stück hatte oder 6 Stück. Aber auf jeden Fall ist die Ausbeute doch wirklich recht gut, wenn man bedenkt, dass man die Köder ja kauft und relativ viel Geld lässt. Aber wenn die nicht verschwinden, kann man wirklich mit einem Köder gute 3, 4, 5 Fische rausziehen oder noch mehr. Das finde ich nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Fischsuppe. Waldeintopf. Ach, du bist es, ne? Fischeintopf. Ach so, da brauche ich aber Zwiebeln und Kartoffeln dafür, ne? Und da habe ich nicht mehr viel. Ach doch. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mal 10 Stück machen oder so. Dass wir wirklich nur das machen. So. Ich habe die Kartoffeln nicht rausgenommen. So, das da. Und dann wirklich nur das, was ich in der Kiste habe. Nein, hier, das da, bitte. Zack. Achso, ich habe den Fisch vergessen. Ne? Yes. Nee. Die 7 und 3. So. Zack. Zack. Wunderbar. Und dann machen wir nämlich jetzt mal die Suppe hier. Zwiebel haben wir sogar dann die nächste Entdeckungsstufe, das ist doch cool. Wir haben jetzt halt 25 Suppen und dann nochmal die 2 blauen. Das heißt, wir können da durchaus hier nochmal was mit reinschmeißen. Die würde ich mit reinschmeißen, weil 168, ich meine klar, die geben 93, 75 Energie, aber mir reicht jetzt erst einmal das da. Also von daher die 2 rein. Und dann würde ich sagen, tun wir mal von dem nochmal 5 Stück rein. Und dann gehen wir beim nächsten Mal auf Eisen fangen, genau. Aber jetzt beenden wir mal noch zum Schluss den Tag. Pilzsammeln, aktuelles zeitgesteuertes Ereignis, okay. Ich glaube, das ist generell für Pilzsammeln geeignet, oder? Oder ist das jetzt halt nur der Pilz? Das weiß ich jetzt nicht. Na gut, aber auf jeden Fall war es doch ein ganz guter Erfolg heute. Gut, an der Stelle soll es auch zu Ende sein. Morgen geht es natürlich weiter. Ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.